Friede sei mit euch von dem Vater, von dem Sohn im Heiligen Geist, der uns alle Tage neu auf sich und aneinander weist. Liebe Schützen, Schützenfreunde, liebe Schützenfestgemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, so sieht man sich dieses Jahr wieder. Keine topgeschmückte Pralle, gänzlich volle Gotteshalle. Leer ist heut auch die Empore, kein Gesang im vollen Chore. Und auch das lassen wir sausen, die Musik aus Frankershausen. Klar, das haben wir erkannt. Das fordert ja auch Land und Amt, damit das Virus sich verschleppt. Für die Hygiene ein Konzept. Das haben wir, wir halten's ein und lassen darum manches sein. Mit Abstand, Maske, Mikroständer, Desinfektionsmittelspender, Gottesdienst im kleinen Kreis, ohne Singen und Bläserpreis. Doch machen wir das gern und treu und fernab aller Menschenscheu, damit der Nächste bleibt geschützt, was ihm und auch uns selber nützt. Und dort, wo uns der Abstand kappt, bleibt uns der geistliche Kontakt. Gesundheit ist der Wunsch der Stunde und Vorsicht ist in und am Munde, damit das Leben weitergeht und Gottes Liebe weiterweht. Von dieser Liebe umgetrieben, Paulus das Wort zum Tag geschrieben. Er schrieb's, bevor zu uns es lief, damals im Epheserbrief. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Wer will es euch rauben? Denn Gottes Gabe ist es für dich und für die Welt und auch für mich. Die Gnade in Umkehr und Neubeginn gebe euch alle Tage neu Sinn und Mut für den Weg durch euer Leben, dass er euch zur Geburt gegeben und dass er erhält, auch auf steilen Wegen und dass er vollendet in seinem Segen. Seine Liebe halte euch frei und liebesmutig, nicht einerlei. Er bewahre euch in der Not und stille den Durst, gebe täglich euch Brot. Und in der Gefahr halte er seine Hand auf euch ganz persönlich und auf unser Land. Er gebe, was gut tut und was euch gefällt, und gebe den Frieden in aller Welt. Er segne die Schützen und die Ihren und gebe, dass wir im nächsten Jahr erneut jubilieren, wie's früher war. Wenn in Manfried die Höhe des Jahres erstiegen und wieder grün-weiße Fahnen fliegen und das Zelt am Griesgraben steht voller Gäste, die hübsch gemacht zum Schützenfeste, virusfrei die Freude teilen und am Schützenhaus verweilen. Es segne euch alle, die ihr das seht und die ihr in eure Zukunft geht. Es segne dich Gott, der Allmächtige, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen.